Nein. Achso. So. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Yu-Gi-Oh! Deathpro. Heute machen wir mindestens zwei Folgen mit zwei neuen Decks. Das erste macht jetzt direkt Colin, der hat das nämlich mehr oder weniger von uns entdeckt und will es sich vermutlich auch zusammenstellen, weil es gar nicht so teuer ist und recht spielstark. Genau, ich spreche von dem neuen Cyber-Drachen-Deck. Okay, Steff hat davon gesprochen, was soll's? Ja, genau. Wir sprechen jetzt davon. Wir sprechen, genau. Naja, die Cyberdrachen haben neuen Support bekommen, haben ein paar nette Karten und ich hoffe, ich kann euch mal ein bisschen was davon zeigen. Wenn endlich einmal von der Nase da reinkommt, mal. Genau, bei Deathpro ist das nämlich das Deck derzeit noch OCG, ist noch nicht aktualisiert auf TCG, obwohl es in Deutschland schon draußen ist, oder? Letzte Woche irgendwann. Letzte Woche in Deutschland kam es raus, jetzt aus unserer Sicht. Das war auch auf irgendeinem Turnier relativ in den Top 8 mit dabei. Das Drei-Könige-Turnier. Genau. Da habe ich das auch entdeckt, dass das Structure Deck rauskam. Hatte ich so irgendwie nicht mehr auf dem Gedächtnis. Ja, Structure Decks sind immer mal ganz witzig, aber irgendwie konnten die bisher nicht wirklich. Doch. Da gab es schon einige, die eigentlich... Ja, okay. Chaos-Drachen, die waren heftig. Und ich selbst heute noch. Und 6 Samurai damals. Genau. Die Agents. Oho. Ja, ich habe jetzt gerade eher an die Älteren gedacht, so Ozean-Drachenherrscher oder so. Auch die hatten damals nette Karten. Damals, ja, aber die konnten nicht so viele Kombinationen. Da musste man immer noch viel rausnehmen. Boah, will ich verarschen. Ja, ein bisschen. Villa. Ich finde auch die Kombo-Dark wird mit. So. Okay, dann schauen wir mal. Und gleich die Hauptkarte, der Star des Decks, der Cyber-Drachen-Chaos. Mirror's Veil? Könnte sein, dass er dasselbe Deck hat. Das kommt. Könnte Mirror's Veil sein. Ja. Oder er spielt die Karte einfach nur so aus, weil Cyber Valley kann man ja... Na, wenn er das ist ein Trolldeck hat mit den Dingern, egal. Geht's ja auch auf. Ich spiele mal den Chor. Bei der Spiel kann ich mir eine Cyber-Zauber- oder Feinkarte holen. Naja, hol ich mir gleich mal die nette Falle. Das Cyber-Network. Genau, das ist sowas wie für die Cyberdrachen die Rückkehr aus einer Dimension, die super ist. Nur, dass man selber noch welche entfernen kann sogar. Genau, und man muss keine Lebenspunkte zahlen. Ja. Ist dafür natürlich Cyberdrachen exklusiv. Waren nur Monster, die Cyber im Namen enthalten oder so, ne? Lichtmaschinen. Lichtmaschinen sogar. Na, noch besser. Naja, aber gibt eben nicht sehr viele außerhalb von den Cyberdrachen. Ja. Jedenfalls kaum spielbare. Ein mystischer, auf welchen leider gleich auch. Weg. Leider ist noch nichts verbannt, sonst könnte ich mir sie sofort holen. Die muss nämlich nur zerstört werden. Du hattest Kaltzi noch gar nicht aktiviert. Doch, der Effekt sobald kommt sie zerstört wird. So, das ist das Geile an der. Das heißt, sie kannst im späteren Spielverlauf einfach der Harpien-Dings da. Genau, und wenn ich sie aktiviere, wird sie nach 3 Runden automatisch zerstört. Ja, na, allerdings in meiner Standby-Phase und dann kann ich in dem Zug, wo sie zerstört wird, nicht angreifen. Das ist der Nachteil. Ja. Deswegen möglichst im gegnerischen Zug irgendwie loswerden. Und dann über schlimmes Desaster oder mystischen Raumschiff und selbst darauf aktivieren. Ja, die muss ich mir echt zulegen, ne? Schlimmes Desaster, ja, eine nette Karte, wenn ein Gegner angreift, sind alle Zauber- und Fallenkarten weg. Also quasi ein. Gut, das ist das Einzige, wo ich immer Bammel habe, wenn ich angreifen will, dass ich in der Spiegelkraft reinlaufe und mit der Karte kann ich. Na, das dann holen wir uns gleich nochmal ein Cyber-Network. In der letzten Version, die ich kannte, hattest du noch dreimal gespielt, Cyber-Network. Ja, jetzt nur noch zweimal. Ja, weil sie ja suchbar ist, ne? Ja, und letztendlich kann sie auch in Death-Tour sein, weil sie sich erst nach 3 Runden aktiviert und. Oh, ja, hier sind einige Karten, also die zum Beispiel ist auch toll, wenn sie funktioniert, aber jetzt auch eine hohe Death-Draw-Rate und ist einfach nicht so schön. Ja, ich hätte mal da noch von Samen von den Batteriemannern, was auch immer. Oder selbst bei den Hardmen kann man es ja auch super spielen, aber wenn man es halt blöd sieht, dann hat man es auf der Hand. Ja, er hat auch ein Cyberdrachen-Deck, das verpasst sich. Überraschung. Da fressen wir aber noch was Neues, irgendeine Karte. Genau, das ist der Cyberdrache 3, den er gespielt hat, den hast du auch auf deinem. Genau, auf Englisch heißt er Cyber Dragon 3. Okay, das ist episch. Haben die wahrscheinlich heißt er im Japanischen auch mit 3, haben die wahrscheinlich so eingebaut. Muss sein. Nice. Der kann auch einiges, erklär mal kurz den Effekt. Naja, wenn du normal beschworen werden alle deine Cyberdrachen Stufe 5. Okay, das habe ich verkackt. Genau, Chimera Tech Festungsdrache. Das könnte jetzt echt nervig werden. Nee, Bodenlose. Tja, hauen wir uns gegenseitig immer schön das Feld weg. Und dafür brauche ich selbst einen Cyberdrachen, das ist blöd.
Na okay, das wird ein tolles Duell. Wir hauen uns jetzt immer gegenseitig das Feld weg, um zu fusionieren. Aber du bist im Vorteil, weil wenn ihr beide drei spielt, hast du letztendlich... Oh, DNA-Operation. Mann, oh, das bringt ja jetzt. Total. Naja, klingt vielleicht blöd, das zu spielen, aber naja, wenn ich mir die Rettung überdrachen kann, die Maschine auf jeder Seite fusionieren. Ja, Festungsdrache. Und da ist die Karte einfach Gold wert, weil ich einfach mal alle genischen Monster fusionieren kann. Und Power ohne Ende bekommen. Oh ja, die kann einiges. Ich glaube, jetzt wird es vielleicht sogar noch schwerer, an DNA-Operationen zu kommen. Na, ich glaube, 4-5 Euro war es das letzte Mal. Ah. Komischerweise habe ich zu Hause keine mehr. Ich war da meine ich ohne Ende. Ich hatte doch eine, ne? Genau, ja, die habe ich ja von dir. Ach, aber. Ja, ich hatte auch eine. So. Ey, ich brauche sie dringend, ich brauche sie im Hauptdeck. Ja, aber du hast doch. Ach nee, da ist ja nicht drin. Ja. Ich habe sie. Genau, da ist sie ja, nicht gut. Drin. Ja, ich habe Sonnenwindschämmer vergessen. Sonnenwindschämmer, genau. Auf die Nerven gehen. Hat er irgendwie so über Zeit? Keine Ahnung, was das ist. Okay, ein Cyberpunk. Am Freitag hat er, glaube ich, seine letzte Klausur. Dann also, so, hat er auch wieder, so wie ihr, ne? Dann ich habe Samstag. Achso. Ich habe also Samstag um 8 Uhr morgens meine letzte Klausur. Achso, voll nervig, ey. Oh, ja, ich hatte heute Morgen um 8 eine. Wie schwul. Boah, ja, aber du bist unter der Woche. Ich muss am Wochenende aufstehen, ja? Oh, zum ersten Mal ging und bei... Viel Spaß. Naja, die Klausur wird ein Witz. Nein, würde ich also. Ging sagen, wenn ich um 8 Uhr morgens eine Mathe-Klausur schreibe, aber was soll's. Oh, verdammt. Wo ist denn jetzt der Unterschied, ob jetzt Wochenende ist? Ja, es ist dann auch wieder so... Oh, ein Cyberer. Oh, aber er hat die schwule Version. Der hier ist viel cooler als der. Ist einfach der. So. Denn ach was, ach so, das ist auch ein... Nicht so. Ja, das ist auch ein Cyberer. Und die Zauberkarte von den Cyberdrachen, die neue. Wenn man, glaube ich, irgendwie mindestens einen Cyberdrachen im Friedhof hat oder so, kann man einen Cyberdrachen aus dem Deck suchen. Einen Lichtmaschine-Monster aus dem Deck suchen oder eins vom Friedhof ins Deck zurückmischen. Und wenn man drei im Friedhof hat, kann man sogar beide Effekte aktivieren. Genau. Eine ganz witzige Karte auf jeden Fall. Genau, das ins Deck zurückmischen ist einfach Gold wert, wenn man sowas wie Maschinenduplizierung spielt oder hier was aus dem Deck verbannen will. Ja. Auf jeden Fall. Oh. Deswegen ist es toll, wenn man gleich drei... Oh, was ist das? Evolution Burst. Aktiviere diese Karte nur, solange du mindestens einen offenen Cyberdrachen kontrollierst. Zerstöre eine Karte, die dein Gegner kontrolliert. Cyberdrache kann nicht angreifen. Oh, nee, nicht so toll. Okay, er hat DNA-Operation zerstört. Stört mich nicht so sehr. Ja, er kann eh nur Maschinen. Angreifen. Ja. Was? Und holt. Ach, jetzt fusioniert er wahrscheinlich eh wieder. Ja, komm, gut sein. Aber das wäre dann ziemlich schwacher. Da hätte dann 1,6, ne? 2000. Kriegt 1000 für jedes? Ja. Okay, 3000. 3000. Ja, der kann ganz schnell auf Power kommen und da das Deck auch verflucht schnell ist. Ja, wenn man, wenn es einmal läuft. Ja. Ne? Also gerade mit Inferno des 8er Beschwörung kann man mal schnell das Feld vollhauen und dann noch die Fallenkarte kann man sich, wenn es gut läuft, mal 5 Monster einfach holen und hat ein volles Feld. Auch gegen andere Decks dann ja, noch DNA-Operation. Kraftbündnis. Kraftbündnis. Oh, okay, das ist Game Over, wenn er sich den Cyber-Zwillingsdrachen holt. Ja. 5, 6 und 2 mal angreifen ist heftig. Scheiße, ja. Kraftbündnis spiele ich bei mir nicht, weil ich letztendlich 3 Karten opfer. Kann man aber, glaube ich, spielen. Hatte ich zeitweise getestet, konnte ich aber irgendwie nie aktivieren. Oh, fies. Tja, okay. Gut, das Sideboard ist hier nicht wirklich weit entwickelt. DNA-Operation, ja, kann raus. Ja, bringt mir was ist mit der anderen, die du da noch im Sideboard hast? Keine Ahnung, warum der da drin ist. Okay. Ist unnötig. Die kannst du, glaube ich, eh spielen, wenn du keine Feldzauberkarte hast. Genau. Das war, glaube ich, falls der Gegner Feldzauber hat. Irgendwie. Ach, verdammt. Lustig. Ich muss den Haaren überdenken. Ja, also das Deck habe ich mir hier nur auf die Schnelle zusammengebaut. Ich habe auch gemerkt, dass der Sonnenwindschämmer fehlt, aber was soll's. Ach was, der geile. Ja. Ich auch nicht. Und Maschine. Oh, raus. Natürlich ziehe ich den jetzt auch wieder. Ja, ist cool. Einmal board ich das raus, mehr geht ja nicht. Okay. Auch richtig. Spontan spiele ich einfach mal einen Cyberdrachen 3. Oh, und passen wir gleich mal die Stufe an. Stufe 5, bada bam. Ah ja, natürlich auch richtig, auch schön. Ah, ja, DNA-Operation kann auch weg. Falls es damit zerstört wird, was soll's. Ja, ist was los. Ich meine, DNA-Operation kann ich nicht verwenden und so denkt er nicht, dass ich die habe. Jo. Jedenfalls weniger. Ja.
Und wenn er irgendwie mystischen spielt, haut er vielleicht die genau, mit etwas DNA-Operation weg. Jo. Hm, okay. Jetzt hat das ist irgendwie blöd. Letztendlich hau ich ihm immer das Feld weg. Und dann kommt er mit seinem Ding, ne? Genau. Ich muss ein bisschen anders spielen, merken. Oh, perfekt, er hat die falsche erwischt. Ja. Ich meine Karte verhommelt. Ja, und kann ich angreifen, diesen Spielzug. Er fusioniert eh. Ja, aber Cyberdrache kann er macht was viel Kreativeres. Er haut einfach alles weg. Okay, aber die Karte ist eine Überlegung wert. Wie heißt die denn? Was? Stampfen, zerstampfen, ne? Von ja, irgendeine Karte. Und was war bei zerstampfen? Eine Zauber- oder Fallenkarte. Überraschung. Mit 2000. Na gut, das ist kein Monster natürlich. Gleich zeige ich mal, wie das Deck funktionieren kann, wenn er da keine bodenlose Fallgrube hat. Bodenlose, er meint, das wäre ja, das ist der Erzfeind des Decks. Wenn ich eine Runde mal drei Cyberdrachen auf einmal ausspiele, sind alle drei gleich wieder weg. Das ist blöd. Das ist natürlich dann nett. Aber schauen wir mal. Damit holst du den Chor in den Friedhof, ne? Genau. Bam. Chor. Da zeige ich euch den zweiten Effekt vom Chor. Bist du auch der Chor? Wenn ich keine Mods habe, aber der Gegner mindestens eins, verbanne ich ihn. Und hole mir einen anderen Cyberdrachen aufs Feld. Also einen Cyberdrachen-Monster. Hole ich mir gleich wieder ihn. Und hab meinen Spaß. Mit der Entfernung des 8 und der Störung. Wenn er auf dem Feld liegt, zählt er als Cyberdrache. Das heißt, jetzt kannst du ja so viele Cyberdrachen holen, wie du willst. Genau. Und wenn ich jetzt noch ein paar Monster im Friedhof hätte, wären die auch alle Cyberdrachen. Da kann ich locker 4 Monster raushauen. Ja. Und er kann sich alle davon holen, aber... Ah. Das war geil. Jetzt kann er sich auch Cyberdrachen holen. Ja, nice. Das wird lustig. Aber du kannst ja auch dann den... Ja, stimmt. Der wird jetzt nicht mächtig, weil er da nichts Sinnvolles hat. Ah, ich hatte doch noch einen Dreier. Wie viel hätte der? 1, 2, 3, 4, 5, 6, nee, meine fusioniere ich ja gar nicht erst. Nur die vom Gegner und dann vielleicht einen von mir. Ja, einen von mir, den hier und dann alle seine. Ja, reicht ja schon. Ja, Blitze. Wenn er also nichts mehr hat, das wird. Okay, also entweder hat er irgendwas, um das zu verhindern, weil ansonsten war das echt dämlich. Ziemlich Game Over für ihn. Hol mir erstmal ihn. Du kannst ja die Gesetteten weghauen und dann das machen. Ja. Nee, die Gesetteten kann ich nicht weghauen. Ach, hast du zwei Gesettete? Ach ja, genau. Genau, so habe ich den erstmal. Nee, jetzt erstmal fusionieren. Das war zeigen? Ja, da habt ihr mein schönes Extra-Deck gesehen. Wunderschön. Und. Naja. Den fast mal wieder geschaut. Genau, der kann ich als Fusionsmaterial verwenden. Wie der kleine Gollum da kostet, der alles zerstören kann. Welcher? Immer noch so teuer, ne? Der hier? Nein, das Exit. Achso, der. Also der zwei gesetzte. Ja, 10 Euro. Ja, aber auch der andere meine ich. Der Evil Swarm. Ja, der ist teuer. Ach ja, es wurden drei neue Exit-Monster irgendwie angekündigt, mehr oder weniger. Aufgegeben. Ja, einmal, das wäre ein OTK geworden. Einmal irgendwie Nummer 100. Den kannst du in so ziemlich jedem Deck spielen, weil irgendwie braucht irgendwie drei Monster der Stufe 1 oder so. Okay. Wenn du keine Karten auf dem Feld oder in der Hand hast und ein gegnerisches Monster direkt angreift, kannst du ihn aus dem Extra-Deck spezial bestellen. Ehrlich? Geil. Er kann nicht durch Kampf irgendwie zerstört werden. Ich weiß nicht mal, was da alles Der kann. Konnte auf jeden Fall ziemlich rumpissen. Okay, nice. Dann wurde Nummer 1000 angekündigt. 10.000 Angriffspunkte. Ehrlich? Du brauchst aber 5 Stufe 12 Monster. Nee, der hat nicht 10.000, das hat er auf dem Bild. Okay, der kriegt glaube ich 1.000 für... Nee, also ja, also auf der Karte, auf dem Foto von der Karte hat er 10.000. Und dann gab's noch CL 1.000. Genau, er brauchte 5 12er Monster. Okay, ja. Schwul, unnötig. Naja, dann gibt's Nummer... CL 1.000, der hat, den kannst du spezial beschwören, wenn der normale Nummer 1.000 Nee, genau, erstmal was der Nummer 1.000 noch alles kann. Genau, erzähl mal. Der kann einmal, glaube ich, einen abhängen. Und am Ende der Battlefacts werden alle gegnerischen Monster einfach zerstört. Ja, toll. Jedes und dann kannst du. Nee, das war der andere. Und dann kannst du ein Material abhängen und alle Monster, die auch in dem Zug zerstört wurden, auf deine Seite rufen. Egal von dir oder vom Gegner. Und dann irgendwie noch als Material auch noch was anhängen. Ja, und er kann glaube ich auch nicht durch Kampf zerstört werden. Ja.
Wenn er dann zerstört wird, kannst du den Nummer CL 1000 holen. Der hat 100.000 Angriffspunkte. Das war aber ein Anime-Bild. Das war ein Anime-Bild, muss man dazu sagen. Ja. Jedes gegnerische Monster muss, wenn es kann, ihn angreifen. Ja, wenn ein gegnerisches Monster ihn nicht angreifen kann, hast du automatisch genau, CL gewonnen. Wenn er ihn nicht angreift, hast du am Ende seines Zuges gewonnen. Das ist doch unnötig, ey. Naja, aber du brauchst erst so ein 5 Level 12 Monster. Ja, es ist. Ich meine, dann hat man quasi gewonnen, da hat man es verdient. Das hat sich erledigt dann schon. Bin ich mal gespannt, ob die jetzt schon am gucken sind, wie man das macht und so mit diesen neuen Karten, wo man ja den Rang auch schon. Naja, Betonung, aber die letzte Karte ist vor allem eine Anime-Karte. Ja, okay, das hört sich ziemlich nach Busse. Das sind natürlich nochmal Monster, die können natürlich nur von die anderen Monstern zerstört werden. Das goldene Schloss da von dem Strom. Ja, das goldene Schloss. Da heißt. Das goldene Schloss, ja. Und der Schwuchtel da. Oh, den spiel ich mal. Irgendwie kannst du jede Runde deine Hand auffüllen oder keine so. Keine Ahnung, da kannst du noch eins wirbeln, das kannst du glaube ich auch. Kann nicht zerstört werden. Und Adonis darfst du auch rufen. Kriegst glaube ich Lebenspunkte dazu. Gegner muss jede Runde sein halbes Deck müllen. Das ist so bescheuert. Ey, ganz ehrlich, für manche kann das wirklich gut sein. Das ganze Deck müllen. Naja, du kriegst ja keinen Schaden und ich kann gar nicht zerstört werden. Insofern. Ja, schwul. Und ein Cyber-Net. Schloss der Schwulnässe. Was ist das für ein Ding? Ne, begrenzt ein Ferner will ich nicht. Warum ziehe ich die nicht weiterhin? Als Bestrafung. Ist doch für den Arsch. Hättest du Mitfahrgelegenheit einfach reinbauen sollen. Weil es geht, ne? Hättest du jetzt Mitfahrgelegenheit gezogen. Ja. Ach cool, Cyber-Network muss irgendwo ein Cyberdrache liegen. Interessant. Oh, reicht auch, wenn der Gegner ein Cyberdrachen spielt. Muss ich mir merken. Oh, interessant. Total. Das haben wir noch nicht so genau durchgelesen. Das ist der kleine Cyberwurm. Ja, den finde ich ein bisschen unnötig. Der zählt nicht als Cyberdrache, deswegen vor allem. Das ist so nervig. Es gibt da, glaube ich, so ein tolles Monster, was man dann mit denen rufen kann oder so. Irgendwas kann man, ich weiß nicht, ob es für so ein Hast du auch das Structure Deck? Hat er gefragt. Ach so. Nein, du hast eine etwas vernünftigere Version, keine Ahnung. Nee, habe ich in echt noch nicht, falls er das meint. Ja, anscheinend meint er das. Hol ich mir aber diese Woche noch. Ja. Eventuell soll ich ihm schreiben oder willst du ihn jetzt ignorieren? Ich kann ihn eben kurz schreiben. Ich will ihn ignorieren. Das sind wir sozial und ignorieren wir ihn. Okay. Ja, ist besser als ihn nur runterzumachen. Genau, wenn wir ihm schreiben, dann sind wir meistens assig. Ja. Da sind wir höflicher, wenn wir gar nicht antworten. Ja, außerdem zu Recht assig, weil da nun größtenteils. Naja, okay. Er ist jetzt. Er kann spielen. Er ist in Ordnung. Ja, vor allem die Anfängerspiele sind auch schlimmer. Ja, den würde ich nicht spielen. Wie hießen sie nochmal? Andreas und. Ja. Andreas und Fischer. Ein neues Aufdecken in diesem Flagball. Da dachte ich so, okay, was will er jetzt damit? Ich habe einen OTK dann gemacht, aber. Ja, das war für mich dann so, hä? Ja, vor allem auch, ja, hier kann man ihn spielen, weil ich Maschine ist, aber ich finde ihn nicht wirklich toll. Ja, muss nicht. Ist ja nur eine Cyberlarve, können wir ihn besiegen, ja. Ja, ich hatte kurzzeitig den blauen Donner T45. Wir hatten ein Elfenstadtkämpfer-Deck wieder und wir hatten gegen so zwei gespielt, die waren so richtig gut. Ja, genau. Hab ich dir erzählt, Alex. Das Geilste ist ja dann, als er sich so gefreut hat, als wir noch gesagt haben, lass mal noch ein Duell machen. Kann er jetzt so kleiner, so. Er kann doch jetzt nicht angreifen, oder Ben? Ja, genau. Er ist dann so mit dem Gesicht, mit diesem Gesicht. Der hat sich dann auch zerstört, der Zwillingsdrache wird doch immer im Face zerstört, oder? Bei Kraftbündnis, er kriegt ordentlich Schaden reingedrückt. 5 Stufe 4 Monster. Okay, vielleicht regelt er es. Wie viel Angriff hat der? Er hat 4800. Er hat Exceeded oder Exceeded? Nee, er hat Exceeded, aber er hat so ein Bullshit. Und Exceeded. Nova Dragon. Er holt sich noch einen Cyberdrachen. Sei es jetzt, dass er sich diesen 901 geholt hätte. Ja. Den da hätte er sich selber erstmal sehen können. Sei es, dass er sich das Schiff geholt hätte. Ja. Und jetzt er meint sofort wegmachen. Ja, was hat er gemacht? Er hat sich geholt die Diamond Dire Wolf und hat sie einmal kaputt gemacht. Oh. Und ich so, oh cool. Oh, gut. Oh, dann hat er sich diesen neuen Dragon. Was? Als Ressourcenmaterial Monster verwendet werden. Ah, dann holt er sich. Der andere Schwere ist der Grafik. Ja, fusioniere ich mir gleich seine Monster. Das wäre gewesen der Kaul. Falls ich einen Cyberdrachen ziehe, auf jeden Fall. Aber er hat Cyberdrachen. Aber er ist doch weg jetzt. Er ist weg. Sein Überdrache vielleicht. Der überlebt. Zeit ist eh nicht mehr so. Er kriegt auch Schaden durch Kraftbündnis reingedrückt. Ja, Turnier, aber dieser kriegt dann die Hälfte von den Angriffspunkten als Schaden. Ich meine, er überlebt das. Ja. Muss man das Ding rausfinden, wenn du Gorilla mit mir kannst, behandle einfach irgendeine Karte. Die hat ja auch eine Karte dann. Ich habe eine DNA-Operation. Die eine Haare.
Art, wie womit man kommt schon Cyberdrache oder irgendwas in der Art. Mal auch einfach in der Karte genau. Einmal will ich Glück haben. Dann nimmt der Gorilla auch was und dann können wir wieder so ein auch. Ja, das, das hat auch. Das ist wieder witzig. Das war das beste Deck, was ich bis jetzt zusammen habe. Die Ninjas, wenn ich das voll. Aber ich hab da gerade voll Bock drauf auf das Rennen. Ja, doch. Vielleicht konnte ich auch einfach das Structure Deck mal. Ja, sobald ich das gesehen hatte, fand ich das geil. Das Deck. Die Ninjas ist einfach auch. Ja, irgendwie ich sehe. Und Sylvanisch braucht noch eine Zeit lang, bis es in Deutschland. Mit ist es so komplett Ja. Mit ist es echt geil dann. Ich fand den früher voll geil. Sieht auch ziemlich vom Design aus cool. Ja. Das ist der Secret Rare. Ja, fusionieren wir mal ein bisschen. Sieht nice aus. Ja, gibt es auch. Und 3000. Und er wurde durch den Karteneffekt zerstört. Ja. Sonst hätte er sich noch einen Cyber Enddrachen oder sowas holen können. Ah, das geht auch. Überlastfusion, brauchst du dafür irgendwas auf der Hand oder so? Nee, ich fusioniere da aus dem Friedhof, aber naja, zwei Monster bringt's nicht. Ach so. Kann man die. An dem war kein Duft, das dachte ich ja. Und dann haben wir noch irgendein Spiel oder so, das kommt. Aber geil. Oh, er fistet den anderen weg, weil er 1000 mehr hat oder wie? Ja. Ja. Nice. Und jetzt hättest du ihn nicht killen können mit aufrichtig und begrenzter Entfernung? Ja, ist Finsternis. Ah! Scheiße, schade. Jetzt bin ich davon ausgegangen, dass alle nicht sehen. Das wäre echt witzig gewesen. Ja. Will ich Cyberteile auch spielen? Ja, egal, es ist zusätzlich so Maschinenmonster am Deko. Verstehe nur das Risiko, dass er jetzt die wieder fusioniert. Ja. Aber den kann er doch nicht dann. Ja, stimmt, den kann er nicht. Festung. Ja, das vergesse ich an Dauer, dass man den nicht fusionieren darf. Ich hasse, wenn ich den nehmen lasse, dann fliegen. Ja, das ist mal ein interessantes Duell. Weil ich gehe immer mit der Ja. Ist auf jeden Fall mal was anderes. Ja, sie sehen, wenn er den ersten Mal auf dem Feld steht, ja. Dann ist das schon für mich vorbei. Dann krieg ich ja nicht mehr. Nur wenn man nicht was? Ah, schön. Wieso? Mit die Feindkarte kannst du doch unter den einen Tribut anbieten, oder? Ja, den kann ich auch, aber das Bild wechselt den ersten Mal. Das ist schwer. Das ist echt so schwer. Wenn ich den nicht ersten Mal von gleich Dingen zu kommen mache, dann ist er dann sind die auch gefühlt. Dann nützt ihn auch hier. Ja, gönn ich ihn. Das. Aber ich glaube wieder mal. Ja, wir müssen ja dann zetteln. Ja, das geht nicht mehr. Das ist nice. Ach was macht der jetzt? Ja, ist er nicht jetzt so gut wie. Naja, Cybertal. Ah, Blödsinn, ne? Du kannst gleich nochmal kurz auf Überlastfusion gehen, ich wollte mir das nochmal durchlesen. Naja, ja, hier auch nochmal für euch, 5 Uhr dann am Samstag. Ich komme um 5:01 Uhr, ich bin keine Verspätung entstecken. Ich komme eine Minute früher, weil ich Arsch bin. Oh, du da bin ich dann aber noch am Duschen, weißt du? Ich bin ja nicht so gut. Ich klopfe dann ans Badezimmerfenster. Du bist ja höflich, Steffen. Du bist schon oben und schwimmen, ich mal sehen, wie schnell. Steffen, brechen das mal. Ich werfe einen Stein rein. Ja, erstmal eine, so ganz viele. Okay, dann noch er hat nur Bullshit. Ja, hey, hallo. Oh, Müffelnder Hund, yeah. Ja, mein Cybertal ist zu mächtig für ihn. Cyber? Absolut. Ich meine, der musste verschwinden, als er angegriffen hat. Das ist schon heftig irgendwie. Wäre auch irgendwie nichts passiert. Alles, alles. So, oh. Ja, das ist auch ganz nett. Oh, ja, ich habe ja keine Karten, die ich unbedingt brauche und nur den, ja. Hallo, DNA-Operation, die darfst du nicht verlieren, ja? Das ist voll die wichtige Karte gerade. Okay, eventuell kann ich das ja jetzt beenden. Das 6000, gut. Wenn er nichts aktiviert, machst du in der im Damage-Stat noch Dings. Genau. Ach so, ja. Warte. Oh, mäßig hätte ich den Verteidigungsmodus ändern sollen. Ja, okay, aber, Game Over. Hat sich erledigt. Ah, nice. Begrenzte Entfernung, ist einfach zu mächtig. Das ist auch an so einem Bahn. 6000 Schaden. 6000. Das bei den Maschinen. Ja, nein, das war ganz das klar. Auf dem Chimera-Tech Überdrachen ist einfach über. Ja. Wenn man so 10 Maschinen fusioniert hat. Ja. Naja, 16.000 Angriff, kann jedes Monster 10 mal angreifen. Ja. Das ist schon echt heftig. Nice. Alles klar, das war das zu dem Deck. Eventuell kannst du ja gleich nochmal ein Match machen, nochmal gegen andere Decks nochmal ein bisschen, dass ja, auf DNA-Operation was ja, hin, das war mal. Jetzt ein bisschen komisch, so ein Mirror-Match. Mirror-Deck ist auch interessant, nicht. Um das zu sehen. Ja. Auf jeden Fall bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Schau auf dem Feld.